In einer groß angelegten Aktion verteilt der Landkreis Schutzausrüstung an die Pflegeheime. Unterstützt wird der Landkreis dabei von den ehrenamtlich Aktiven des THW. Das Technische Hilfswerk stellt Fahrzeuge und Personal. Es werden vor allem Schutzmasken, Desinfektionsmittel und Schutzhandschuhe an die Einrichtungen ausgegeben. Kostenpflichtig und nach einem festen Verteilerschlüssel, der sich am Bedarf und den gemeldeten Betten der jeweiligen Einrichtung orientiert. Die Menge der verteilten Schutzausstattung kann den Bedarf zwar nur ansatzweise decken, ist aber vor allem als Grundversorgung für die Pflegeeinrichtungen gedacht. Um für größere Infektionslagen gewappnet zu sein, behält der Landkreis einen entsprechenden Bestand an Schutzausrüstung auf Lager.